So, meine sehr geehrten Stadträtinnen und Stadträte, verehrte Gäste hier im Saal und natürlich am Livestream. Wie bereits zur Tagesordnungsdebatte angekündigt, werde ich an dieser Stelle einiges zur aktuellen Debatte und auch zu den gestellten Eilanträgen sagen. Wir stehen nicht nur in Dresden, sondern im gesamten Bundesgebiet vor der herausfordernden Aufgabe, eine wachsende Zahl an Menschen auf der Flucht aufzunehmen. Unsere Kapazitäten, diese Personen unterzubringen, die wir derzeit haben, wird definitiv nicht ausreichen. Und auch hier unterscheidet sich Dresden nicht von anderen Städten und Gemeinden. Dies liegt auch nicht daran, dass die Kommunen ungenügend Vorsorge getroffen haben. Fakt ist einfach, dass wir allein in Dresden rund 8.000 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen haben und gleichzeitig auch unsere Pflichtaufgabe für Asylbewerberinnen und Asylbewerber weiter erfüllen wollen und müssen. Sowohl die Unterbringung in bestehenden Sammelunterkünften als auch die Unterbringung in Wohnungen wird bald die Grenzen des Leistbaren überschritten haben. Der entscheidende Punkt ist dabei, und ich betone es noch einmal, es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach Artikel 16a des Grundgesetzes. Aus diesem Grund haben der Geschäftsbereich von Frau Dr. Kaufmann und von Herrn Kühn sich sehr sorgfältig darüber Gedanken gemacht, wie auf der einen Seite die Vorgaben des Stadtrates zur Unterbringung beachtet werden können und auf der anderen Seite unsere gesetzlichen Verpflichtungen zur Unterbringung erfüllt werden. Die jetzt vorliegenden Standorte für sogenannte mobile Raumeinheiten werden dabei nur ein erster Schritt sein und weitere Vorlagen werden folgen. Auf Grundlage der Zahlen der Bundesregierung rechnen wir mit 2.200 Menschen, die uns in 2023 zugewiesen werden. Wir müssen auf Grundlage dieser Zahlen ca. 1.600 neue Plätze schaffen und gerade einmal die Hälfte erzielen wir mit dem Aufbau der mobilen Raumeinheiten. Als Oberbürgermeister werde ich alles daran setzen, dass wir diese Pflichtaufgabe erfüllen werden, weil es dazu überhaupt keine Alternative gibt und geben wird. Mit Blick auf den Eilantrag der CDU will ich aber auch eines deutlich sagen. Das Recht auf Asyl, also der Schutz von Menschen, die ihr Land aus politischen und religiösen Gründen verlassen müssen, ist untrennbar mit den Werten unserer demokratischen Gesellschaft verknüpft. Gerade hier in Ostdeutschland sollten wir uns vor dem eigenen historischen Hintergrund dieser Dimension der politischen Verfolgung immer vergegenwärtigen. Der Schutz dieser Menschen ist deshalb auch mehr als eine Pflichtaufgabe. Es ist eine, zumindest für mich, humanitäre Selbstverständlichkeit. Ich sage auch ganz offen, was die Konsequenz sein wird, wenn der Stadtrat mehrheitlich zu einer Blockadehaltung gegenüber allen Vorschlägen, die die Verwaltung unterbreitet, kommt. Einige Fraktionen haben dies ja bereits angekündigt. Die Folge wird sein, dass wir die Messe außer Betrieb nehmen und als Massenunterkunft umfunktionieren. Im nächsten Schritt müssen Turnhallen belegt werden, mit allen Konsequenzen für den Schulsport und die Sportvereine. Beides ist sowohl für die Menschen, die bei uns Schutz suchen, als auch für die Betroffenen, Schulen und Sportler nicht akzeptabel. Deshalb werden wir alles daran setzen, diese Szenarien zu verhindern. Und ich hoffe sehr, dass die Mehrheit des Stadtrates die Verwaltung bei diesem Weg unterstützt. Dies bedeutet keinesfalls, dass nicht über die Standorte gesprochen wird. Genau aus diesem Grund haben wir die Vorlage nach einer intensiven internen Beratung sofort öffentlich vorgestellt und an die betroffenen Stadtbezirke und Ortschaften überwiesen. Es gibt keine Geheimpläne, keine Entscheidung über die Betroffenen hinweg. Diese Standortvorlage nimmt den demokratischen Weg, den der Stadtrat selbst festgelegt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, zu beiden Eilanträgen, die heute auf dem Tisch lagen, muss man einige inhaltliche Worte verlieren. Ich empfinde beide Anträge als extrem populistisch
Und dies in einer Situation, in der Sachlichkeit für alle demokratischen Kräfte das oberste Gebot sein sollte. Und noch dazu von Fraktionen, die auch die Stadtspitze repräsentieren wollen. Ich zitiere aus einer Stellungnahme des Geschäftsbereichs von Frau Dr. Kaufmann zur Frage, wie viele Menschen auf Grundlage der Petition Sicherer Hafen mehr aufgenommen, als nach dem Königsteiner Schlüssel erforderlich gewesen wäre. Hierbei sind ukrainische Flüchtlinge ausdrücklich nicht eingerechnet. Zitat: Alle bisher durch die Landeshauptstadt Dresden aufgenommen Geflüchteten wurden auf die gesetzlich vorgesehene Quote angerechnet. Es wurden durch die Stadt keine Menschen außerhalb des gesetzlich normierten und durch das Land gestörten Verteilsystems aufgenommen. Zitat Ende. Jetzt eine politische Debatte über die Petition Sicherer Hafen vom Zaun zu brechen, ist aus meiner Sicht falsch und gefährlich. Eine solche Debatte konterkariert das Engagement von vielen Dresdnerinnen und Dresdnern. Der Antrag der Fraktion Die Linke ist ebenfalls von großer Unsachlichkeit geprägt. Ich lasse mir nicht unterstellen, ich würde Diskussionen mit der Bürgerschaft über die Themen Flucht und Asyl aus dem Wege gehen. Weder habe ich dies in den Jahren 2015 und folgende getan, noch tue ich es heute. Ich bin es durchaus gewohnt, dass Angriffe auf meine Person aus diesem Haus vom Pfad der Sachlichkeit abweichen. Aber Herr Scholbach, mit dem Begriff Feige zu belegen, geht eindeutig zu weit. Ich lese Ihnen mal vor, was so in meinem Postfach landet. Hier, weil ich mich für den Tag gegen Rassismus eingesetzt habe. Da steht zum Beispiel: Ja, dann hoffen wir doch mal, dass einer der Jungs auf einen Abstecher zu Ihnen vorbeikommt. Dann können Sie das mal ausdiskutieren. Oder ein Herr Schreiber: Dick Hilbert, trennen Sie die Spreu vom Weizen, lassen Sie kriminelle Ausländer sofort abschieben und verwerfen Sie Ihre Asylheimpläne für Dresden, sonst machen wir das Rathaus dicht. Versprochen. Oder ein Herr Bergemann: Ich setze auf Waggons, die euch alle mitnehmen. Herr Scholbach, meine Realität sieht so aus, dass ich mich jeden Tag mit den Themen Flucht, Migration, Integration und Rechtsradikalismus auseinandersetze. Ich habe in den vergangenen Jahren fast jede Gruppe von Migranten, egal welcher Herkunft, Religion oder Aufenthaltsstatus, besucht. In meinen Bürgersprechstunden kommen die Menschen und tragen ihre Ängste vor. Und ich scheue auch keine Diskussion auf offener Straße. Und manchmal ist diese Straße nicht nur vor dem Rathaus, sondern direkt vor meinem Wohnhaus und vor meiner Familie. Dies wird in Ihrem Villenviertel wahrscheinlich nicht so oft vorkommen. Aber ich habe auch Beigeordnete von Ihnen gewählt, die Frau und Mann genug sind, ihre fachlichen Vorlagen in der Öffentlichkeit zu vertreten. Es ist keine 2 Monate her, da ist diese Stadt laut Herrn Scholbach fast untergegangen, weil es keine Beigeordneten gab. Und anders als der Antrag suggerieren will, rede ich vorher sowohl mit den Beigeordneten als auch mit den Stadtbezirksamtsleitern über die Frage, wo ist eine Teilnahme des Oberbürgermeisters sinnvoll und wo können meine Teilnahme erst recht dazu führen, dass sich die Debatte nicht mehr um die eigentlichen Sachfragen dreht, sondern von insbesondere rechtsradikalen Kräften für politische Grundsatzthemen instrumentalisiert wird. Deshalb werde ich mir vorbehalten, an bestimmten Terminen und Diskussionen teilzunehmen und an bestimmten Terminen nicht. Aber dafür rechtfertige ich mich im Zweifel vor der Bürgerschaft und lasse es mir nicht von Ihnen diktieren. Verehrte Stadträtinnen und Stadträte, die Mehrheit der Dresdnerinnen und Dresdner will in einer weltoffenen und toleranten Stadt leben und engagiert sich aktiv dafür. Tausende ehrenamtliche Helfer sorgen neben den hauptamtlichen Institutionen dafür, dass Integration gelingen kann. Einige davon werden wir am Samstag übrigens für ihren unermüdlichen Einsatz mit der Ehrenmünze der Stadt Dresden würdigen. Aber eines wird an diesem Tag deutlich. Die Kommunen und ihre Bürgerinnen und Bürger werden diese Aufgabe nicht allein schultern können. In den Gremien des Deutschen Städtetages, in denen ich Dresden und seine Bürgerschaft vertrete, ringen wir um eine Unterstützung der Bundesregierung,
die im Augenblick die Kommunen allein lässt. Und wenn ich Kommune sage, meine ich insbesondere damit die Beschäftigten in der Stadtverwaltung insgesamt und vor allem aber in der Ausländerbehörden und Sozialämtern. Ich will aus diesem Grund meine Rede mit den Worten des Städtetagspräsidenten Markus Lewe beenden. Wir können keine weiteren kommunalen Flächen und Gebäude für die Unterbringung aus dem Hut zaubern. Der Bund sollte in einem abgestimmten Konzept eigene Unterbringungskapazitäten zur Erstaufnahme aufbauen, um damit Länder und Kommunen bei hohen Zugangszahlen zu entlasten. Verbindliche Beschlüsse muss jetzt ein Bund-Länder-Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz liefern. Ich sehe nicht, dass wir damit bis zum 10. Mai warten können. So, Markus Lewe, vielen Dank.